بسم الله الرحمن الرحيم. أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، ترفع راية السنة، ترفع راية السنة. الضم است دستو Dein rechte Hand auf der linken machst. Passt auf. Es gibt Al-Dam. Es gibt zwei. Es gibt Al-Qabd wal-Wad'. Al-Qabd wal-Wad'. Al-Dam hier meint er damit nicht, dass man die Hände nach unten lässt, so. Sondern, dass man mindestens so oder so macht. Und da haben wir zwei Haltungen. Entweder im Gebet machst du so. So. Oder so. Pass auf, hier. Dies ist nicht richtig. Das. Und das ist auch nicht. So. Sani. So. Deine Hand, rechte Hand, Gelenk, Oberfläche und Unterarm sozusagen. Hier. Oder du nimmst das da. Mit diesen drei Fingern und sowas gibt es nicht. Das. So. Das heißt Al-Wad'. Wad'. Und das heißt Al-Qabd. Al-Wad'. Al-Qabd. Diese zwei Haltungen. Al-Dhamm meint der Autor, Rahimahullah Ta'ala, dass man Al-Irsal nicht macht. Das heißt Al-Irsal. Wenn deine Hände nach unten sind. Wer macht, dass die Hände nach unten sind? Von Ahl-Sunnah al-Jama'a machen das die Malikiten. Weil die behaupten, dass Imam Malik so gebetet hat. Es gibt überhaupt keinen Beweis, dass Malik sowas gemacht hat oder dass er so gebetet hat und der Prophet sowieso niemals. Und von nicht Ahle Sunnah wal Jama'a machen die meisten Ibaditen und Shia. Shia und Ibaditen machen so. Die sind nicht von Ahle Sunnah wal Jama'a. Die machen so. Und das ist falsch. Wisst ihr, warum die Shia so machen? Bei ihnen, das ist Glaube und Religion. Dass sie niemals sowas machen. Die sagen, die Sahaba haben gebetet und die haben ihre Götzen hier getan. Das heißt, sie haben Götzen angebetet und nicht Allah. Und der Prophet hat das gemerkt. Er hat ihnen gesagt, lasst eure Hände so. Dann haben sie so gemacht und die Götzen kamen in der Moschee nach, auf dem Boden. Uff, das ist besser als Harry Butter. Ich denke, diese Stone heißt sie, wie heißt die, die das gemacht hat? Rolly. Rolly oder so. Diese von Harry Potter, die hat die Geschichten von Shia gelesen, bestimmt. Ja, und deshalb ist sie so geworden. Ehrlich, ich meine, weil sie diese Fantasie, woher das ist, außer von Shia? Ich meine, in der Zeit vom Propheten. Und die Sahabe beten so, in der Moschee, dann sagt er ihnen, lasst. Und die, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gibt keinen einzigen Beweis, auch keine einzige Anmerkung, Bemerkung oder Andeutung, dass der Prophet so gebetet hat. Niemals. Er hat immer so gebetet, sallallahu alaihi wa sallam. Al-Imam Malik in Al-Muwatta. Al-Imam Malik in sein Al-Muwatta. Das Al-Muwatta bedeutet, das ist ein Buch von Malik, er hat Hadithe gesammelt. Al-Muwatta, was bedeutet Al-Muwatta im Arabischen? Das wird etwas, was leicht gemacht ist. Al-Muwatta, das ist damit du, was da, mit deinem Fuß auf etwas trittst, was leicht für dich ist. Und wenn ich sage Muwatta, das bedeutet, ich mache dir das leicht. Das leichteste sozusagen. Oder das leicht gemachte Buch. Malik, rahimahullah ta'ala, hat drin Hadith von Abu Darda, radwanallah alayhi. Er sagt, der Prophet Muhammad sallam hat uns erzählt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, via Propheten, dass wir unser Fasten brechen, dass wir uns bei Fasten brechen beeilen, bei Suhur, das ist diese Mehlzeit, was man in der Nacht zu sich nimmt, in Ramadan, dass wir das zu spät tun und dass wir unsere Hände, unsere rechte Hände auf der linken im Gebet tun. Befehl.
Und deshalb sagen manche Gelehrten, das gehört zu Pflichten. Das. Nicht nur beliebte Handlung. Aber andere Gelehrten sagen, es gibt keine Klarheit, dass dies verpflichtend ist. Wallahu ta'ala alam. Wo tut man die Hände im Gebet? Wo tut man die Hände im Gebet? Passt auf. Es gibt Überlieferungen unter dem Bauchnabel, Überlieferungen auf Bauchnabel, Überlieferungen ein bisschen oben und Überlieferung auf Brust. Was ist der richtigste davon? Unter Bauchnabel, die Hadithe sind schwach, sondern gibt es auch Verbot, dass man hier unten auf der Blase tut, weil das Al-Khasira ist. Und der Prophet nahe an Al-Takhassur. Dann auf Bauchnabel, das ist ein Hadith von Ali. Ja, Ali, tu deine Hände auf deinen Bauchnabel, das ist auch schwach. Und da bleibt brustmäßig. Und das ist die richtige Haltung. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.